Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gäste, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie sind gut gestärkt für den zweiten Teil unserer Veranstaltung. Am gestrigen Tag haben wir den Menschen gedacht, die aus politischen Gründen hingerichtet wurden. Im Hinrichtungsraum des Landesgerichts für Strafsachen Wien, in dem etwa 600 Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer sowie ca. 1200 Opfer der NS-Justiz hingerichtet wurden, gab es eine sehr emotionale und berührende Gedenkfeier. Wie Sie vielleicht wissen, wurde die Todesstrafe im ordentlichen Strafverfahren bereits 1919 von der Konstituierenden Nationalversammlung abgeschafft. Allerdings sodann diese Errungenschaft unter der Herrschaft der Nazis wieder beseitigt. Die Todesstrafe wurde sodann als Instrument eingesetzt, um politische Gegner zum Schweigen zu bringen. Ja, und über diese dunklen Seiten der österreichischen Justizgeschichte sprechen nunmehr Universitätsprofessorin Doktorin Ilse Reiter-Zachtlokal, Doktorin Ursula Schwarz und Magistra Doktorin Brigitte Riegele. Ich darf die drei auch im Konvolut vorstellen, sodass wir uns im Anschluss ganz auf die inhaltlichen Vorträge konzentrieren können. Universitätsprofessorin Doktorin Ilse Reiter-Zachtlokal ist Vorständin des Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien. Sie ist vielfach ausgezeichnet und in ihrer umfassenden Autorinnen- und Herausgeberinnenschaft beschäftigt sich Reiter-Zachtlokal kürzlich mit dem Abschied vom Rechtsstaat zwischen 1933 und 1938 in Österreich, mit der Aufarbeitung des Austrofaschismus oder mit der historischen Entwicklung des Minderheitenschutzes in Österreich. Sie ist, und das möchte ich noch hervorheben, Autorin des 2010 erschienenen Buches Advokaten 1938, das Schicksal der in den Jahren 1938 bis 1945 verfolgten österreichischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Als zweite Vortragende darf ich Frau Doktorin Ursula Schwarz vorstellen. Sie ist Historikerin und Mitarbeiterin sowie Archivarin am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der NS-Strafjustiz, der NS-Personalpolitik bei Justizjuristen, der Nazifizierung der österreichischen Justiz, und sie arbeitete an der namentlichen Erfassung der Opfer politischer Verfolgung von 1938 bis 1945. Zuletzt kurierte sie die Ausstellung Wieder die Macht, die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes im Haus der Geschichte Niederösterreich, wozu auch eine gleichnamige Monographie erschienen ist. Last but not least darf ich Frau Magistra Doktorin Brigitte Riegele vorstellen. Sie ist Direktorin des Wiener Stadt- und Landesarchivs und absolvierte eine Ausbildung am Institut für österreichische Geschichtsforschung, auch in Archivwissenschaften. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Quellen zur NS-Zeit und sie kurierte eine Ausstellung über die Akten, über die Kindereuthanasie am Spiegelgrund und über die Volksgerichtsakten. Meine sehr geehrten Damen, ich freue mich sehr auf Ihre Vorträge und wünsche Ihnen allen ein spannendes Panel. Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, meine Aufgabe wird es jetzt sein, eine rechtshistorische Grundlage Ihnen zu präsentieren für das, was dann insbesondere von Kollegin Schwarz an Fällen Ihnen vorgestellt wird. Ich hoffe, es wird nicht allzu trocken. Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die Änderungen des Strafrechts, die nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich erfolgt sind, bieten, natürlich nur eingeschränkt auf das, was für Widerstandskämpfer relevant ist, weil sonst wäre das ein sehr langer Vortrag, und Ihnen danach einen Überblick geben über die Neugestaltung der Gerichtsorganisation in der NS-Zeit, weil auch diese Frage ganz entscheidend für Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen war, weil die Frage, die Wahl des Gerichtes letztendlich über Leben und Tod entschieden hat. Was das Strafrecht anbelangt, so ist es in Österreich sehr bald nach dem Anschluss neben der kompletten Säuberung
des Justizpersonals aus politischen und rassistischen Gründen zu einer schrittweisen Nazifizierung des österreichischen Strafrechts gekommen, obwohl zunächst im sogenannten Wiedervereinigungsgesetz ja vorgesehen war, dass das, ich zitiere, derzeit in Österreich geltende Recht bis auf Weiteres in Kraft bleiben sollte. Es ist aber schon am 15. März bezüglich der Einführung des deutschen Rechts im Land Österreich festgelegt worden, dass alle Reichsgesetze, die nach dem 13. März verkündet wurden, auch für das Land Österreich gelten sollten, wenn Österreich nicht explizit ausgenommen war. Die Rechtsangleichung sollte aber nur stufenweise geschehen, denn es sollten die, Zitat, wertvollen Bestandteile des österreichischen Rechts erhalten bleiben. Im weiteren Verlauf wurde also das Strafrecht des Landes Österreich, wie Österreich jetzt im Verbund des Deutschen Reiches ja hieß, an jenes des sogenannten Altreichs angeglichen, also insbesondere an das Reichsstrafgesetz von 1871, oder aber es kam zu einer Überlagerung des österreichischen Strafgesetzes von 1852 durch spezielle nationalsozialistische Regelungen, sodass zum Schluss insgesamt über 700 strafrechtliche Normen anzuwenden waren. Das österreichische Strafgesetz, das ja bis zum Ende des sogenannten Dritten Reichs grundsätzlich in Kraft blieb, wurde bereits im Juni 1938 durch Übernahme der reichsdeutschen Paragraphen über die Wehrmittelbeschädigung sowie den Hoch- und Landesverrat geändert. Bei dieser Deliktsgruppe des Hoch- und Landesverrates hat sich im Wesentlichen um Tatbestände eines Treuebruches gegenüber der Volksgemeinschaft gehandelt. Ich erspare Ihnen die zahlreichen Details, die man dazu präsentieren könnte. Hochverrat war nun, wie es Roland Freisler in einer Urteilsbegründung aus dem Jahr 1943 formuliert hat, ich zitiere, die Gefährdung der nationalsozialistischen Lebensform des deutschen Volkes. Mit den neuen Tatbeständen war nun im Vergleich zum bisherigen österreichischen Recht ein erheblich weiterreichendes Instrumentarium zur Kriminalisierung regierungsfeindlicher Äußerungen und Tätigkeiten geboten. Die Strafe war in allen Fällen die Todesstrafe. Mit Verordnung vom Jänner 1939 wurde weiters das berühmt-berüchtigte Heimtückegesetz von 1934 auch in Österreich eingeführt, das die Verfolgung politischer Gegner und Gegnerinnen massiv ausgebaut hat und drakonische Strafen vorgesehen hat. Bestraft wurde, ich zitiere, wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellte oder verbreitete, die geeignet war, das Wohl des Reichs oder das Ansehen der Reichsregierung schwer zu beschädigen. Ebenfalls bestraft wurde, wenn jemand öffentlich gehässige, hetzerische oder von niedriger Gesinnung zeugende Äußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates oder der NSDAP über ihre Anordnungen und die von ihnen geschaffenen Einrichtungen machen. Solche öffentlichen Äußerungen waren bereits dann strafbar, wenn der Täter damit rechnete oder rechnen musste, dass die Äußerung in die Öffentlichkeit dringen würde. Somit wurde nahezu jede Verunglimpfung von Reich, Regierung und NSDAP unter Strafe gestellt. Als Strafe war bis zu lebenslanges Zuchthaus vorgesehen oder wenn jemand die Tat in der Absicht beging, einen, Zitat, Aufruhr oder in der Bevölkerung Angst oder Schrecken zu erregen oder dem Deutschen Reich außenpolitische Schwierigkeiten zu bereiten, dann war in schweren Fällen sogar die Todesstrafe nach dem Heimtückegesetz möglich. Generell wurde jetzt die Todesstrafe vermehrt als Strafdrohung vorgesehen, so auch in der Ende August 1939, also noch vor Kriegsbeginn in Kraft getretenen Kriegssonderstrafrechtsverordnung. Die war zwar als militärisches Strafgesetz erlassen, hat aber Zivilpersonen auch erfasst, wenn ihre strafbaren Handlungen in einem Zusammenhang mit der Wehrmacht gestanden sind. So sollte mit dem Tod bestraft werden, wer heimlich oder unter falschem Vorwand in dem Kriegsgebiet der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht Nachrichten einzog oder einzuziehen versuchte, in der Absicht, sie dem Feind oder dessen oder zu dessen Nutzen einem anderen mitzuteilen. Bereits der Versuch der Spionage wurde mit dem Tod
bedroht, ebenso Freischärlerei und Zuwiderhandeln gegen Verordnungen der Befehlshaber. Die wohl zentralste Norm der Kriegssonderstrafrechtsverordnung war aber die mit dem Tod bedrohte sogenannte Zersetzung der Wehrkraft. Also wenn es jemand unternahm, öffentlich die Wehrkraft des deutschen Volkes zu lähmen oder zu zersetzen oder die Manneszucht der Wehrmacht zu untergraben oder sich dem Wehrdienst durch Selbstverstümmelung oder andere Mittel zu entziehen oder andere dabei zu unterstützen. Es folgte dann nach dem Überfall auf Polen im September 1939 die Rundfunkverordnung. Diese hatte den Schutz der seelischen Einheit des Volkes vor dem Gift, das insbesondere in den Nachrichten des Feindes erhalten ist, so die NS-Diktion, zum Zweck verboten und mit Zuchthaus sanktioniert, war das absichtliche Abhören ausländischer Sender, während die vorsätzliche Verbreitung von Nachrichten ausländischer Sender, die geeignet waren, die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden, sogar mit dem Tod bedroht war. Die sogenannte Volksschädlingsverordnung, ebenfalls vom September 1939, stellte dann den Kernbereich des NS-Kriegsstrafrechts dar. Bestraft wurden etwa Plünderungen auf freigemachtem Gebiet, wie es in dieser Verordnung hieß, Verbrechen bei Fliegergefahr und gemeingefährliche Verbrechen, wie zum Beispiel Brandstiftung oder das Begehen einer Straftat unter Ausnützung des Kriegszustandes, wobei die Strafen von Zuchthaus bis Todesstrafe reichten. Durch die Verordnung zur Ergänzung der Strafvorschriften zum Schutz der Wehrkraft des deutschen Volkes vom November 1939 wurden Wehrmittelbeschädigung, Störung eines wichtigen Betriebs, Teilnahme an einer wehrfeindlichen Verbindung, privater Umgang mit Kriegsgefangenen und Gefährdung der Streitkräfte befreundeter Staaten mit hohen Strafen bedroht. Darüber hinaus wurden nach Kriegsbeginn noch weitere Vorschriften betreffend Wirtschaftsverbrechen erlassen, wie etwa betreffend Schwarzhandel oder die Nichtablieferung landwirtschaftlicher Produkte, also insbesondere das sogenannte Schwarzschlachten. 1940 wurden schließlich auch die Bestimmungen der Novellen zum Reichsstrafgesetz und zum Strafverfahren von 1935 auch in Österreich in Kraft gesetzt, womit jetzt auch solche Handlungen mit Strafe oder womit jetzt auch Handlungen bestraft werden konnten, die nach dem gesunden Volksempfinden Strafe verdienten, auch wenn sie nicht im Strafgesetz mit Strafe bedroht waren. Also Sie wissen, 1935 Ende des Analogieverbots, Ende von Null und Grimann Sine Lege, jetzt auch in Österreich. Die Anzahl der Straftaten, für die die Todesstrafe jetzt angedroht war, lag bei 46. Vollstreckt wurde sie bei zivilen Verurteilten im Unterschied zur österreichischen Tradition des Würgegaltens, Sie werden davon schon gehört haben, seit Juli 1938 durch das Fallbeil. Was die zur Aburteilung aller dieser Tatbestände zuständigen Gerichte anbelangt, so wurde nach dem sogenannten Anschluss grundsätzlich die deutsche Gerichtsorganisation übernommen. Bereits im Juni 1938 wurde die Zuständigkeit des 1934 geschaffenen Volksgerichtshofs auf Österreich ausgedehnt. Der Volksgerichtshof hatte zwar seinen Sitz in Berlin, Senate des Volksgerichtshofs urteilten aber auch in anderen Städten, so auch in Wien. Neben Berufsrichtern wirkten Laien an den Verfahren mit, wobei diese meist NSDAP-Funktionäre waren oder in diversen Einrichtungen, Organisationen dieser Art tätig waren. Der Volksgerichtshof war daher ein politisches Gericht, wie auch dessen langjähriger Vizepräsident 1939 feststellte, ich zitiere, man kann den Volksgerichtshof wohl als ein politisches Gericht bezeichnen, und zwar schon deshalb, weil er das einzige Gericht in Deutschland ist, das die schweren Hoch- und Landesverratsverbrechen abzuurteilen hat. Darum müssen wir auch von allen Richtern dieses Gerichtshofes und von allen Vertretern der Anklagebehörde verlangen, dass sie in erster Linie Politiker und dann erst Richter sind und nicht umgekehrt. So wie die Wehrmacht den äußeren Bestand des Staates zu sichern hat, so hat der Volksgerichtshof diese Verpflichtung nach innen hin in Verbindung mit der geheimen Staatspolizei. Zitat Ende. In Österreich hatte der Volksgerichtshof deutlich größere, breitere Kompetenzen als im Altreich. Neben Hoch- und Landesverrat, wonach die meisten Widerstandskämpferinnen angeklagt waren, war zum Beispiel auch für die Beihilfe dazu und für die Wehrmittelbeschädigung zuständig. Weiters
unter anderem für fahrlässige Schriftenverbreitung, Zuwiderhandlung gegen Sicherungsanordnungen und die Unterlassung der Anzeige einer in die Zuständigkeit des Volksgerichtshofs fallenden Straftat. Seit 1943 war seine Kompetenz auch insbesondere auf Spionage, öffentliche Wehrkraftzersetzung, vorsätzliche Wehrdienstentziehung, Gefährdung der Wehrmacht befreundeter Staaten und Gefährdung der Bedarfsdeckung der Rüstungswirtschaft erweitert. Rund 25% der Angeklagten vor dem Volksgerichtshof waren Österreicher und Österreicherinnen, wobei aber, das muss man dazu sagen, der Prozentsatz der Österreicherinnen an der Bevölkerung des Deutschen Reiches nur 10% betrug. Also das ist ein deutliches Mehr. Der Volksgerichtshof verurteilte 814 Österreicher und Österreicherinnen zum Tode, zumindest 689, die Todesurteile wurden auch vollstreckt. Über die Anklage bei schweren politischen Delikten wie organisierter Widerstand, also meist als Hoch- und Landesverrat verfolgt wurde, entschied der Oberreichsanwalt in Berlin, der das Verfahren entweder an den Volksgerichtshof zuteilen konnte oder zwecks Entlastung des Volksgerichtshofes auch den Oberlandesgerichten zuteilen konnte. Der Oberreichsanwalt konnte also die Strafverfolgung in Fällen des Hoch- und Landesverrates an den Oberstaatsanwalt beim Gerichtshof zweiter Instanz abgeben. Für diese Aufgabe als Sondergericht bestanden seit November 1938 besondere Senate beim Wiener Oberlandesgericht, die auch außerhalb Wiens verhandelten. Und seit 1944 gab es dann einen solche besonderen Senate auch beim Oberlandesgericht Graz für die Reichsgaue, Steiermark und Kärnten. Mit der Entscheidung der Übertragung der Strafsache nicht an den Volksgerichtshof, sondern an das Oberlandesgericht entschied die Staatsanwaltschaft freilich auch über Leben und Tod, lag die Verurteilungsrate beim Volksgerichtshof doch deutlich höher, bei mindestens 40%, wenn ich das richtig sehe, während beim Oberlandesgericht in der Regel eine Zuchthausstrafe verhängt wurde und die Todesrate unter 1% lag. Insgesamt wurden 4.163 Personen vor dem Oberlandesgericht Wien angeklagt. Gegen 15 wurde die Todesstrafe verhängt und 7 der Verurteilten wurden enthauptet. Weniger schwere Delikte fielen seit September 1939 in die Zuständigkeit der Sondergerichte. Diese waren sowohl beim Landgericht Wien, Landgericht ist sozusagen der Nachfolger des Landesgerichtes, aber auch bei den Landgerichten in Feldkirch, Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und Leoben angesiedelt. Vor ihnen wurden vor allem widerständige Handlungen von Einzelpersonen, also nicht organisierten Widerständlerinnen, verhandelt, die oft nicht einmal eindeutig politisch motiviert sein mussten. Besonders fielen darunter die Vergehen nach dem Heimtückergesetz, also vor allen Dingen regimekritische Äußerungen, weiters Vergehen nach der Rundfunkverordnung, also wie gesagt das Abhören ausländischer Sender, sowie jene nach den diversen Wirtschaftsvorschriften, wie ich genannt habe, also Schwarzhandel oder Verstoß gegen die Pflicht zur Ablieferung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber auch Verstöße gegen die Volksschädlingsverordnung, also etwa Eigentumsdelikte. Damit wurden die Sondergerichte zu einer wesentlichen Einrichtung der politischen Verfolgung und somit in den Worten von Roland Freisler zur Panzertruppe der Rechtspflege. Allein beim Sondergericht Wien wurden 15.400 Verfahren eingeleitet aufgrund von Urteilen. Der Sondergerichte wurden im Wiener Landesgericht 562 Menschen hingerichtet. Die Anklagebehörde konnte aber auch bei Straftaten, die in die Zuständigkeit eines niedrigeren Gerichtes fielen, die Anklage vor dem Sondergericht erheben, wenn die Staatsanwaltschaft der Auffassung war, dass die sofortige Aburteilung
mit, Zitat, Rücksicht auf die Schwere oder Verwerflichkeit der Tat, wegen der in der Öffentlichkeit hervorgerufenen Erregung oder wegen ernster Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit geboten erschien. Damit erfolgte natürlich eine massive Einschränkung der ordentlichen Gerichtsbarkeit und eigentlich unpolitische Straftaten wurden damit politisiert, was sich nicht nur in der Strafhöhe niederschlug, sondern auch darüber entschied, ob ein Strafverteidiger zu bestellen war. Denn ein Strafverteidiger wurde nur bei zu erwartender Todes- oder lebenslanger Zuchthausstrafe gewährt. An all diesen Gerichten wurde nach reichsrechtlichen Vorschriften verhandelt. Die Verfahren waren vereinfacht gesagt äußerst summarisch. Die Gerichte machten von der gesetzlichen Möglichkeit auch weitgehend Gebrauch, die Urteilssprüche knapp und ohne Aufzählung der Beweise oder rechtlicher Erwägungen abzufassen. Neben diesen Gerichten gab es dann noch die Militärgerichte, vor denen Soldaten der deutschen Wehrmacht abgeurteilt wurden, und zwar vor allem wegen des Versuchs, sich dem Frontdienst zu entziehen, sei es durch Desertion, also Fahnenflucht oder sogenannte Selbstverstümmelung, aber auch wegen Delikten wie Wehrkraftzersetzung. Viele dieser Verfahren wurden direkt an der Front von den Feldgerichten geführt, aber auch Wien war in dieser Zeit Standort von wichtigen Militärgerichten. Die besondere Härte der nationalsozialistischen Militärjustiz verdeutlicht, dass Gerichte der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ungefähr 35.000 Todesurteile gegen Wehrmachtsangehörige, 22.750 wegen Desertion aussprachen. 5.000 bis 6.000 Todesurteile wurden wegen des Delikts der Wehrkraftzersetzung verhängt. Bekannt sind ungefähr 3.000 Urteile gegen Österreicher, darunter etwa ein Fünftel Todesurteile. Im Herbst 1939 erfolgte auch die Einführung der SS- und Polizeigerichte, womit den ordentlichen Gerichten die Zuständigkeit für Delikte der Polizei und von SS-Angehörigen entzogen war. Und im Februar 1945 wurden außerdem Standgerichte in sogenannten feindbedrohten Reichsverteidigungsbezirken eingerichtet, die für alle Straftaten zuständig waren, Zitat, durch die die deutsche Kampfkraft oder Kampfentschlossenheit gefährdet wurde. Diese verfolgten vor allen Dingen jene Menschen, die zu Ende des Krieges noch versuchten, sich dem völlig sinnlos gewordenen Kriegsdienst oder den Dienst im sogenannten Volkssturm zu entziehen oder mutwillige Zerstörungen in den letzten Tagen des Krieges versucht haben zu verhindern. Die Urteile dieser Standgerichte konnten auf Todesstrafe, Freispruch oder Überweisung an die ordentliche Gerichtsbarkeit lauten. Derartige Standgerichte wurden unter anderem in Graz, Linz, Stein, Freistadt und St. Pölten tätig. Die Gesamtzahl aller Opfer dieser Standgerichte ist heute nicht mehr zu bestimmen. Allein die Standgerichte der Wehrmacht sollen 1945 insgesamt 7.000 bis 8.000 Todesurteile gefällt haben. Charakteristisch, und damit komme ich zum Schluss, für all diese Gerichte ist, wie dies Josef Goebbels 1942 formuliert hat, dass der Richter bei seinen Entscheidungen weniger vom Gesetz ausgehen müsse, als von dem Grundgedanken, dass der Rechtsbrecher aus der Volksgemeinschaft ausgeschieden werde. Im Kriege gehe es nicht so sehr darum, ob ein Urteil gerecht oder ungerecht sei, sondern nur um die Zweckmäßigkeit der Entscheidung. Der Staat müsse sich auf die wirksamste Weise seiner inneren Feinde erwehren und sie endgültig ausmerzen. Der Zweck der Rechtspflege sei nicht in erster Linie Vergeltung oder gar Besserung, sondern Erhaltung des Staates. Zur Erhaltung des NS-Staates wurden in Wien zwischen 6. Dezember 1938 und 4. April 1945 etwa 1.200 Todesurteile vollstreckt. Eigentlich hätte ich überhaupt ganz am Anfang sein sollen von allen Vorträgen, weil alle oder viele der Erkenntnisse stammen von Unterlagen, die sich im Wiener Stadt- und Landesarchiv befinden, weil wir von allen Gerichtsbehörden in Wien für erste und zweite Instanz die Unterlagen ins Archiv übernehmen. Und zwar 50 Jahre verbleiben sie im Gericht und danach kommen sie zu uns ins Archiv. Und daher kurz eine Vorstellung
vom Wiener Stadt- und Landesarchiv. Uns ist ganz wichtig und mir ist jetzt ganz wichtig, einmal zu sagen, dass die Unterlagen bei uns nicht nur verwahrt werden, sondern dass das Ziel die Nutzung ist. Das heißt, wir erhalten die Unterlagen, aber sie werden auch zur Nutzung freigegeben. Und zwar gibt es zwei verschiedene eigentlich Arten von Unterlagen. Das eine sind die dauernd aufzuhebenden, die das Gericht als dauernd aufzuheben kennzeichnet. Und dann gibt es auch noch die Unterlagen, die dem Archiv angeboten werden, weil sie vom Gericht her nicht aufzuheben sind und die dann von Historikerinnen und Historikern und Archivaren als archivwürdig bewertet werden und im Archiv verbleiben. Und das ist der Großteil der Akten. Also ich möchte jetzt nur kurz erwähnen, derzeit übernehmen wir im Jahr ungefähr 14.000 Akten vom Landesgericht für Strafsachen, die dann vom Archiv koordiniert durchgesehen werden und wo dann ein kleiner Teil als archivwürdig aufbewahrt wird. Es geht nicht nur um historische Relevanz, sondern es geht einfach um die Bedeutung für die Gesellschaft. Welche Gerichtsbestände kommen denn überhaupt in Frage für die NS-Zeit? Und ich gehe jetzt mal eine Stufe tiefer. Es gibt ja nicht nur die großen Strafverfahren, sondern es gibt auf allen Ebenen, bei allen Gerichten Unterlagen, die wirklich relevant sind für die Forschung in der NS-Zeit. Die werden oft übersehen oder vergessen. In sehr vielen Akten der Bezirksgerichte findet sich rassenideologischer Niederschlag. Das sind die Vaterschaftsklagen, wo es dann darum geht, wer ist der Vater, wie kann der Vater festgestellt werden. Dann gibt es sehr viele Pflegschaftsfälle, wo es darum geht, da wurden Abwesenheitskuratoren bestellt für Leute, Juden und Jüdinnen, die emigrieren mussten, die bekamen Zwangsabwesenheitskuratoren. Auch diese Unterlagen befinden sich bei den Pflegschaftsakten. Dann gibt es sehr viele Entmündigungen von Leuten, die in Anstalten eingewiesen wurden oder deportiert wurden. Dann gibt es die ganzen Verfahren, Trennungen von Tisch und Bett. Das sind Scheidungen auf niedrigerer gerichtlicher Ebene, wo auch oft die Rassenfrage der NS-Zeit eine große Rolle gespielt hat. Bei den Bezirksgerichten sind auch jede Menge Grundbuchsurkunden, wo die Arisierungen der verschiedenen Häuser nachvollziehbar sind. Ebenso dann wieder die Rückstellungen. Beim Landesgericht für Zivilrechtssachen geht es sehr viel bei den Scheidungen um Streitverfahren, wo sich Leute scheiden ließen, um Mitglieder der Familie zu retten oder ihnen die Ausreise zu ermöglichen. Also lassen sich familiäre Tragödien nachvollziehen. Dann gibt es natürlich die Akten beim Landesgericht für Strafsachen, die Strafverfahren. Was heute noch nicht erwähnt wurde, ist der Jugendgerichtshof, den es heute nicht mehr gibt. Aber natürlich gibt es auch beim Jugendgerichtshof Verfahren und auch Pflegschaftsakten. Beim Handelsgericht die ganzen Firmenakten, arisierte Firmen, Firmenentziehungen, Firmenwechsel lassen sich auch durch Handelsregister und Firmenakten nachvollziehen. Hier ein kurzer Überblick. Das Sondergericht ist angesprochen worden. Das Sondergericht ist für uns deswegen interessant, weil wir haben es überhaupt erst 2003 vom Landesgericht der Strafsachen übernommen. Das Sondergericht hätte vernichtet werden sollen. Das war eine Großaktion im April. Ein Großteil der Strafakten wurde nach Stein verbracht und sollte dort verbrannt werden. Und viele Akten wurden auch verbrannt. Die Aktion ist Gott sei Dank nicht zu Ende geführt worden. Aber der Dr. Stich, der Anfang April mit mehreren Herren des Oberlandesgerichts eben nach Krems geflüchtet war, hat jede Menge Akten mit sich geführt, Personalakten und vor allem politische Strafakten. Das sind diese da. Die hätten vor der Weiterflucht in den Heizanlagen der Haftanstalt Krems verbrannt werden sollen. Von diesen Sondergerichtsakten sind daher auch von 15.400 begonnenen Verfahren nur mehr 9.300 erhalten. Und jene Akten, die erhalten geblieben sind, sind dann wieder nach Wien zurückgekommen und wurden 1947 neu geordnet und verzeichnet. Und die Akten umfassen eben Ermittlungen, eingestellte und ausgesetzte Verfahren und umfassen Wien, Krems, St. Pölten und Znaim. Und daneben sieht man eben auch, es gibt eigene Listen über die Todesurteile. Der nächste Bestand ist der Volksgerichtsbestand. Das
der betrifft nicht zu verwechseln mit dem Volksgerichtshof. Der Volksgerichtsbestand betrifft das Volksgericht, das zur Ahndung von Verbrechen nach dem Verbotsgesetz 1945 eingeführt wurde und bis 1955 geführt wurde. Dieser Bestand wurde 2006 ins Archiv übernommen und überfasst jetzt nach Durchsicht und nochmalige Aufnahme über 60.000 Personen. Das sind jetzt die NS-Verbrecher sozusagen oder Leute, die ein Verfahren vom Volksgericht gehabt haben, denen ein NS-Verbrechen vorgeworfen wurde. In den Akten finden sich aber natürlich ausführliche Schilderungen dieser Verbrechen und Vergehen. Und das ist auch eine wertvolle Quelle über die NS-Zeit, die auf jeden Fall berücksichtigt werden muss. Dazu gibt es natürlich noch ergänzende Quellen, vor allem bei der Bundespolizeidirektion, bei den Spitälern und bei den verschiedenen Stellen der Stadt Wien. Ich möchte jetzt, um die Zeit auszunützen, zwei Verfahren dieses Volksgerichts vorstellen und auf die näher eingehen. Das eine betrifft das Erbgesundheitsgericht. Das Erbgesundheitsgericht ist auch ein Gericht, das in der NS-Zeit in Wien eingerichtet wurde. Das ist 1945 aufgelassen worden und ist damit eigentlich aus dem Bewusstsein verschwunden. Das ist immer das Einfachste. Ein Gericht wird aufgelöst, die Akten verschwinden und diese Akten sind auch verschwunden. Und damit ist es aus dem Blick der Geschichte. Und es ist der Verdienst von Claudia Spring, dass sie diesen Akten nachgegangen ist und noch Reste gefunden hat. Und auch diese Reste sind dann 2004 ans Wiener Stadt- und Landesarchiv gekommen. Das Erbgesundheitsgericht ist 1940 nur ganz kurz eingerichtet worden und diente dem alleinigen Zweck der Verhütung von erbkranken Nachwuchs. Das heißt, es geht um Sterilisierungen und um Unfruchtbarmachung, vorwiegend von Frauen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum wenig darüber gesprochen wurde. Es gibt aber ein Volksgerichtsverfahren gegen den Leiter des Erbgesundheitsgerichts, gegen Anton Rolleder, und auf dieses möchte ich jetzt kurz eingehen. Das sind die mageren Reste, die es von diesem Gerichtsbestand noch gibt. Und ich komme jetzt zu Anton Rolleder. Der wurde am 30. Dezember 1939 durch den Amtsgerichtspräsidenten Seitz zum Richter am Erbgesundheitsgericht bestellt. Er setzte auch eigene Initiativen und entschied 1945 trotz kriegsbedingter Aussetzung der Verfahren über deren Wiederaufnahme. Anton Rolleder musste sich vor dem Volksgericht Wien wegen des Verdachts von Quälerei und Misshandlungen, § 3 Kriegsverbrechergesetz, Verletzung der Menschlichkeit und der Menschenwürde, § 4 Kriegsverbrechergesetz, in Verbindung mit dem Missbrauch der Amtsgewalt, § 101 Strafgesetz, und wegen Verbrechen der schweren körperlichen Beschädigung verantworten. Er schob die Verantwortung auf die Ärzte und ihre Gutachtertätigkeit. Die Ärzte wiederum verwiesen in ihren Verfahren auf den gerichtlichen Beschluss. Arzt Hackel von Steinhof hat dazu ausgesagt, ich komme jetzt noch mal kurz zur Rolle da zurück. Der hat gesagt, nach Auflösung des Bezirksgerichts Meidling im Jahr 1939, dessen Gerichtsvorsteher ich war, wurde ich mit der Wirkung vom 01.01.1940 als Leiter bzw. als Vorsitzender des Erbgesundheitsgerichts Wiens bestellt. Es war meine Aufgabe, juristisch festzustellen bzw. mitzustimmen, wer von den beantragten Patienten sterilisiert werden sollte. Dann kommt die Schilderung der Sterilisierung und dann sagt er, gefragt wurden die kranken Personen zur Sterilisierung, die vorgeschlagenen Personen nach Geschichte und nach Geografie, und es wurden ihnen Rechenaufgaben und ähnliche Aufgaben gestellt. Im Einzelnen kann ich mich jedoch an die Fragestellung nicht mehr erinnern. Diese Fragen lauteten zum Beispiel, wer ist Göring, wie hoch ist die Differenz zwischen der Spitze vom Stephansdom zur Spitze des Kahlenbergs, wer ist Schiller, nenne ein Werk, und nach diesen Vorgaben wurde dann über die Intelligenz entschieden.
Hackl hat gesagt, selbstverständlich sind die Frauen nicht aufgrund meines Gutachtens zur Sterilisierung vorgesehen worden, sondern wurden nach eingehender Untersuchung und aufgrund des gerichtlichen Urteils sterilisiert. Auch ein Arzt, Max Thaller, spielte seine Rolle herunter und sagte, ich konnte lediglich den Sterilisierungsantrag entwerfen. Die Schicksale der weiblichen Opfer ähneln einander. Meist begann die fassbare Geschichte mit der Unterbringung in einem oder mehreren Erziehungsheimen, dann der Internierung in Steinhof, sei es in der Heil- und Pflegeanstalt oder im Erziehungsheim am Spielgrund oder in der Arbeitserziehungsanstalt für sogenannte asoziale Frauen. Nach der Entlassung, wo immer sie waren, sie sind auch teilweise nach Ravensbrück, Berlin oder nach Uckermarkt für Jugendliche weitergeschickt worden, verschwinden sie aus dem Anstaltsleben und sind nicht weiter verfolgbar. Sie tauchen aber dann teilweise als Zeugen wieder auf. Ein Beispiel ist Anna. Sie wurde am 26. Juli 1922 in Niederösterreich geboren. Sie lebt in verschiedenen Erziehungsheimen. Und in dieser Anstalt hat sie, wie sie später bei einem ärztlichen Gespräch erzählte, mit einer Freundin hat sie sich geschlechtlich eingelassen. Und zwecks Zuverdienst zu ihrem Einkommen als Stubenmädchen in Wien hat sie sich dann auch mit Männern eingelassen. Sie wird in der Arbeitsanstalt Kloster Neuburg zuerst als nett und sauber, aber als moralisch und seelisch verkommen beschrieben. Sie wird dann von Erwin Jikelius am Steinhof untersucht. Er betont ihren Hang zu Frauen und hält den Befund fest, vollständig orientiert, geordnet, Stimmungslage stumpf, Verhalten situationsgemäß, rückständige Intelligenz, keine Wahnideen nachweisbar. Jikelius empfiehlt die Einweisung nach Steinhof. Dort wird dann die Diagnose Debilität und sittliche Haltlosigkeit angegeben und die Sterilisierung angeordnet. Und die wurde auch trotz Widerspruchs der Mutter und einer Familie aus Kloster Neuburg auch durchgeführt. Es ist dann irgendwie die Ironie des Schicksals, dass der Leiter des Erbgesundheitsgerichts Rolleder den Großteil seiner Untersuchungshaft von Mai 1945 bis Jänner 1947 im französischen Internierungslager genau in jenem Pavillon am Steinhof verbringt, der vorher Arbeitsanstalt für die asozialen Frauen und Mädchen war. Er hat sich darüber sehr beschwert, hat die Verhältnisse als unzumutbar kritisiert. Das führt dann auch zu seiner Haftentlassung im Jahr 48. Sein Verfahren wird im August 48 eingestellt, sein Antrag auf Haftentschädigung jedoch, weil der die Haft begründete Verdacht nicht zur Gänze entkräftet erscheint und weil seine Illegalität als grobe Unsittlichkeit gewertet wurde, abgelehnt. 1949 erfolgt seine Versetzung in den dauernden Ruhestand. 1957 erreicht er die Anerkennung seiner Tätigkeit am Erbgesundheitsgericht für die Pensionsbezüge. In den 60er Jahren publiziert er zur Entstehungsgeschichte von erbbiologischen Gutachten. Trotz ablehnender Haltung des Justizministeriums verlieh ihm Bundespräsident Schärfen 1962 das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst für seine erbbiologischen Verdienste. Rolleder stirbt 1972. Und ich komme jetzt noch zu einem zweiten Fall, kurz zu Karl Künzel. Karl Künzel war Lagerkommandant im Arbeitserziehungslager und KZ-Lager Oberlanzendorf. Das kennen auch wahrscheinlich viele nicht. Das ist in der Nähe von Schwechat. Und dort sind von der Gestapo Wien relativ viele Leute als Zwischenlager hintransportiert worden. Es befand sich in der NS-Zeit auf Wiener Boden. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt. Ende 1940 räumte die Gemeinde Wien das Schloss. Die hier untergebrachten behinderten Kinder wurden nach Rodaun verlegt. Das Lager sollte vorerst als Anhaltelager, Arbeitserziehungslager für Männer dienen, die gegen die Verfügungen für den Arbeitseinsatz verstoßen. Es wurde auch die Bezeichnung Durchgangslager gebräuchlich. Ende Jänner 1941 beantragt die Gemeinde dann die erste Überstellung eines Mannes in die vorerst unter staatlicher Verwaltung stehende Arbeitsanstalt. Und die ersten Transporte fanden am 17. März 1941 statt. Von Anfang an interessierte sich die Gestapo für die Insassen. Im Frühjahr 1942 übernahm sie dann schließlich selbst die Lagerleitung. Ab 1943 befand sich hier auch ein KZ-Lager für Frauen. Hier befanden sich spätestens ab 1944 auch inhaftierte Zwangsarbeiter aus Griechenland, Russland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Rumänien.
Und es diente auch als Zwischenlager für das Polizeigefangenenhaus in der Rosauerlände, wenn das überfüllt war. Dazu kamen dann noch nach Wien umgeleitete Transporte vertriebener Juden, Jüdinnen und Partisaninnen. Durchschnittlich wurden 900 Personen festgehalten, gegen Ende stieg die Zahl auf über 1000. Dieses Lager zeichnet sich durch besonders sadistische Quälereien aus, die in diesem Mikroklima ungebremst entstehen konnten. Die Verhältnisse in Oberlanzendorf wurden von den Zeugen durchwegs als unmenschlich beschrieben. Die Häftlinge wurden von den Bewachungsmannschaften willkürlich und brutal misshandelt. Und die sanitären Verhältnisse waren so desolat, dass die Sterblichkeit unter den Häftlingen groß war. Ich habe als Beispiel mitgebracht eine Zeugenaussage von älteren Semester. Werden sich jetzt vielleicht an ihn erinnern, an Günther Schifter. Der hat gegen das Tanzgesetz verstoßen. Der sagt aus, und war auch dort interniert, der sagt aus, ich habe die Misshandlungen an den Häftlingen durch das Fenster gesehen. Am 11. Dezember sah ich 100 bis 200 Häftlinge mit ausgestreckten Armen stehen und da hat jeder 20 Hiebe mit den Stecken bekommen. Dann mussten sie sich die Schuhe ausziehen und bekamen 20 auf die Füße. Das ging oft stundenlang und ist oft vorgekommen. Auf Befragung des Vorstehers haben die Leute geschrien, Zeuge Schifter natürlich. Ein weiterer Akt, der einliegt, ist die Schilderung des Leichenbestatters, der die Leichen abgeholt hat. Er schreibt, ich war Leichenbestatter bei der Firma Bayer und Schmutz als Depotleiter beschäftigt. Unsere Firma war beauftragt, die Leichen von Oberlanzendorf abzuholen und auf den Zentralfriedhof zu überführen. Wir sind mit zwei Pferdefuhrwerken in den Vormittagsstunden im Lager angekommen, um die angekündigten 20 Leichen abzuholen. Wir sind hinter den Lazarettbaracken zu einem kleinen Raum geführt worden, wo die Leichen übereinander nackt aufgeschlichtet lagen. Er schildert das dann weiter und sagt dann, ich kann sagen, dass unsere Firma wöchentlich im Durchschnitt 15 Leichen abgeholt hat. Außerdem wurde auch die Gemeinde Wien, die städtische Leichenbestattung, beauftragt, Leichen von Oberlanzendorf abzuholen. Das ist seine Zeugenaussage. Und dann gibt es noch einen Auszug aus dem Standesamt Schwechat, aus dem Totenprotokoll, wo die Todesursachen festgehalten werden, zum Beispiel Schalupka Franz, Kopf- und Brustdurchschuss, Hirnlähmung, auf der Flucht von der Wache erschossen. Netzer, Josef, bei Fluchtversuch mit Maschinenpistole erschossen, 11 Einschüsse. Schwed, Israel, Schussverletzung, aus mehr als 10 Metern abgegeben. Das Geschoss drang im Hinterhaupt ein, zerstörte die lebenswichtigen Zentren im verlängerten Halsmark und führte den sofortigen Tod herbei. Fussek, Georg, vielfache Quetschungen, Blutunterlaufungen, Rippenserienbrüche, Herzschwäche. Das ist eine Seite, das geht seitenweise. Im Standesamt Schwächert so zum Nachlesen. Karl Künzel ist 1907 geboren, wechselte 1939 von der Polizei in die Gestapo-Zentrale Morzinplatz und er war eben Leiter dieses Arbeitserziehungslagers und war bekannt wegen seinen brutalen Umgangsformen und in mehreren Fällen konnten ihm Häftlingsmisshandlungen nachgewiesen werden. Er erfreute sich an den Qualen der Häftlinge. Nach Auflösung des Lagers, Anfang April, führte er als Befehlshaber den Rest von ca. 450 Häftlingen nach Mauthausen, wo nur mehr 175 ankamen. Künzel setzte sich dann in die Ramsau in der Steiermark ab und kehrte im Jänner 1946 nach Wien zurück. Ein Obduktionsbefund von einer Leiche auf dem Weg nach Mauthausen, Skelett einer 175 cm großen männlichen Leiche. Im Schädel befindet sich rechts hinten neben dem Vorarmen Occipitale eine 0,8 cm große Kreisrunde, nach einer Seite ausgesplitterte Einschussöffnung, daneben eine 4 cm große Ausschussöffnung, die auf einen Genickschuss schließen lässt, als Todesursache und so weiter. Die Lage der Knochen lässt schließen, dass der Ermordete zunächst sich niederknien musste und dann erschossen wurde. Die übrigen Knochen sind unversehrt, sodass weitere grobe Gewalteinwirkungen nicht feststellbar sind.
Die nach dem Befund zugefügten Verletzungen am Schädel ist ganz von der Form, wie sie bei einem Genickschuss üblich ist. Der Betreffende war sofort tot. Im Gerichtsurteil wird gesagt, dass wird ausgeführt, dass davon ausgegangen wird, dass die Erschießungen marschunfähiger Häftlinge zweifellos im angenommenen Interesse der NS-Gewaltherrschaft und im Zusammenhang mit kriegerischen und militärischen Handlungen stattgefunden haben und dass es gedacht war, gefährliche Elemente aus dem Frontbereich wegzubringen. Und diese Erschießungen haben zweifellos den natürlichen Anforderungen der Menschlichkeit widersprochen. Künzel wurde wegen Hochverrat und Verbrechen der Quälerei verurteilt und wegen Mitschuld am Tod von 50 marschunfähigen Häftlingen zu lebenslangem schweren Kerker und Vermögensverfall verurteilt. Das Gericht war zur Überzeugung gekommen, dass Künzel als verantwortlicher Transportführer den Befehl erteilt hat, jeden Marschunfähigen sofort zu erschießen. Fünf Jahre nach dem Urteil erfolgte seine Begnadigung durch Bundespräsident Theodor Körner. Künzels Haftentlassung erfolgte trotz Protests des sowjetischen Kommandanten von Krems. Er kehrte nach Wien zurück, fand zuerst Beschäftigung bei einer Versicherung, später als kaufmännischer Angestellter einer Wiener Firma und starb hier am 24. November 1983. Ich wollte diese Beispiele nur bringen, damit man nicht glaubt, dass alles mit der NS-Zeit zu Ende war und dass die Geschichte einfach weitergegangen ist, dass die Stunde Null sozusagen in Frage zu stellen ist und dass einfach NS-Netzwerke und Verbindungen stark weit in die Zweite Republik hinein gewirkt haben. Und jetzt musst du noch meine letzte Folie klicken. Danke. Ich beginne mit dem Zitat von Bertolt Brecht: Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und unter dem Titel stelle ich auch meine Fallbeispiele. Sie sehen hier die Guillotine. Mit dieser wurden die Leute hingerichtet. Wien hatte keinen eigenen Scharfrichter. Die Scharfrichter kamen aus München, Hans Reichert, aus Prag, Alois Weiß und aus Graz, Franz Witzker. Hans Reichert wurde nach dem Krieg von den Alliierten weiterverwendet, um NS-Täter hinzurichten. Deshalb fanden in Wien die Hinrichtungen mit 30 oder mehr Personen statt, die am gleichen Tag im Abstand von 2 bis 3 Minuten ermordet wurden. Neben dem Scharfrichter und seinen Gehilfen waren auch Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft zugegen. Entweder Oberstaatsanwalt Lillich oder Generalstaatsanwalt Stich selbst. Der hatte nach dem Krieg ein Verfahren. Er wurde nicht mehr in den Justizdienst aufgenommen, aber im Grund ist ihm nicht sehr viel passiert. Der jüngste Hingerichtete im Landesgericht war Jan Orage oder Janis Orage, ein Kärntner Slowene, der wegen Beihilfe zur Partisanentätigkeit verurteilt wurde und der wie seine erwachsenen Mitstreiter zum Tode verurteilt wurde und der auch noch nicht einmal 18-jährig, 14 Tage vor seinem 18. Geburtstag hingerichtet wurde. Eduard Köck, der Gefangenenhausseelsorger, seine Vertretung Professor Matzinger und Pater Ivanek, der war für die tschechischsprachigen oder slowenischsprachigen Delinquenten tätig, die durften nur bis 1942 die Hingerichteten zur Hinrichtungsstätte begleiten. In seinen eigenen Worten schreibt Pfarrer Köck: Ab 1. November 1942 ist es den Geistlichen nicht mehr gestattet, die Delinquenten bis zur Hinrichtungsstätte zu begleiten. Sie haben in der Ammensünder Zelle zu verbleiben. Pfarrer Köck oder seine Kollegen waren oft die letzten Personen, die die Leute lebend gesehen haben. Und er hat teilweise auch den Angehörigen gesagt, dass die hingerichtet wurden, weil sie haben es nicht erfahren. Und die letzten Briefe, die in der Ammensünderzelle geschrieben wurden, sind oftmals nicht an den Ort angekommen, wo sie hin sollten.
Das sind oftmals heute noch in den Gerichtsakten drinnen. Nun, einige Leute, die hingerichtet wurden vom Oberlandesgericht Wien. Wir haben schon gehört, die Todesurteilsrate beim Oberlandesgericht Wien lag unter 1%. Hermine Lohninger, geboren 1902, wohnhaft in Linz. Lohninger wurde beschuldigt, ihrem Bruder Walter Lohninger, der eingerückt war, Briefe mit regierungsfeindlichem Inhalt geschrieben zu haben. Zitieren wir aus einem Brief. So eine Drecksbagage, die können jeden Tag abfahren. Die Breitenseer-Kaserne kann ohne weiteres in Flammen aufgeben, wenn ihr nicht mehr drin seid. Wenn nur der Zauber bald aus wäre. Die Leute sind so satt, bald 4 Jahre und noch kein Ende. Mit dem System richten sie nichts aus. Die Angeklagte Hermine Lohninger wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Am 6. Juni 1944. Sie wurde am 2. August 1944 hingerichtet. Ignaz Pieringer, geboren 1891 in Mönchhof, wohnhaft in Halbturm. Er wird beschuldigt, kommunistische Mundpropaganda betrieben zu haben. Er wurde deshalb vom OLG Wien am 1. Oktober 1942 wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Wehrkraftzersetzung und als Volksschädling zum Tode verurteilt. Aus dem Stimmungsbericht der Gestapo Wien an den Reichsstatthalter in Niederdonau, Hugo Juri, vom 6. Jänner 1943. Ignaz Pieringer war in Ungarn während der Räteregierung bereits Mitglied der KP und hatte sich seither immer als Kommunist bekannt. Er wurde am 4.5.1940 wegen kommunistischer Mundpropaganda zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Nach der Haftentlassung hat er wieder kommunistische Mundpropaganda betrieben und wurde wegen seiner unverbesserlichen Einstellung und Haltung als Volksschädling zum Tode verurteilt. Er wurde am 18. Dezember 1942 im Landesgericht enthauptet. Nun kommen wir zum Volksgerichtshof, jenem Nazigericht, das infolge des Reichstagsbrandes entstanden ist, um politischen Gegner loszuwerden, um es salopp zu formulieren. Wir sehen hier Caroline Redler aus Bregenz. Sie wurde am 5. Oktober 1943 verhaftet und am 12. Februar 1944 vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Wehrkraftzersetzung angeklagt. Sie soll, und jetzt hören Sie genau zu, was das für geringe Delikte sind, im Wartezimmer eines Naturheilkundigen in Hohenems im August 1943 erklärt haben, Deutschland habe den Krieg gewollt, die Bomben in der Ostmark würden nicht von den Feinden, sondern von den Deutschen geworfen und dass Österreich den Anschluss nicht gewollt hätte. Des Weiteren hätte sie die frühere Regierung unter Schuschnigg gelobt und gemeint, dass sie stolz war, eine Schwarze zu sein, also ÖVP, damals christlich-sozial. Sie wurde am 25. August 1944 vom Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung zum Tode verurteilt, aus dem Urteil. Die Äußerungen sind nach Art und Inhalt so schwer, dass nur die volle Strenge des Gesetzes den Strafzweck erfüllen kann. Die Angeklagte hat sich als geschworene Gegnerin des Nationalsozialismus offenbart und gezeigt, dass sie unter keinen Umständen gewillt ist, sich unter Aufgabe früherer politischer Bindungen staatsbejahend in das Dritte Reich einzugliedern. Damit steht sie inmitten des großdeutschen Freiheitskampfes außerhalb unserer Volksgemeinschaft. Als gefährlicher Feind der inneren Front muss sie deshalb der Todesstrafe verfallen. Es gibt einen letzten Brief, den sie vor ihrer Hinrichtung an ihren Mann schrieb. Ihr Mann heißt Richard. Mein lieber Richard, wenn ihr diesen Brief bekommt, habe ich ausgelitten. Damit seid auch ihr erlöst von der Qual des Hoffens und des Bangens. Das war am schwersten belastet. Das mit den Bomben habe ich nicht gesagt. Wenigstens kann ich mich absolut nicht darauf besinnen. Es muss ein großes Missverständnis gewesen sein.
aber ich opfere meinen Tod als Sühne für alle unsere Sünden und das gibt mir Ruhe. Dich, liebe Anni, das ist die Tochter, segne ich mit der Mutterliebe und bitte dich, wieder ein Kind der katholischen Kirche zu werden. Ihr bräucht euch meiner nicht zu schämen. Ich sterbe für meine Überzeugung. In Liebe küsse ich euch alle, eure Mutter. Das Urteil wurde am 8. November 1944 im Landesgericht Wien vollstreckt. In der Vollstreckungsanzeige hieß es lapidar, das Todesurteil wurde an der Verurteilten Caroline Redler, geborene Schwärzler, am 8. November 1944 vollstreckt. Die Vollstreckung verlief ohne Besonderheiten. Ihre Leiche wurde zuerst in Wien bestattet und 1946 nach Bregenz überführt, wo sie auch heute noch lebt. Die Gruppe Soldatenrat. Im Gegensatz zur Offiziersverschwörung, die erst 1944 das Attentat auf Hitler vorbereitete, war die vom Sanitätsunteroffizier Alfred Rabowski geleitete Widerstandsgruppe Soldatenrat seit 1939 unter einfachen Wehrmachtssoldaten tätig. Am Höhepunkt des deutschen Vormarschs in der UdSSR verbreitete sie das vom Wiener Chemiestudenten Walter Kempf entworfene Flugblatt »Hitler hat den Krieg schon verloren«. Auch das ist eine Karte des Soldatenrats. Der Gruppe gehörten Zivilisten an, Soldaten und eine besondere Rolle spielte Elfriede Hartmann, habe ich leider kein Foto von ihr, die Verbreitung der Flugblätter koordinierte. Von ihr haben wir aber sehr viele Kassiber im Dokumentationsarchiv. Über den Leiter der Gruppe, Alfred Rabowski, sagte der katholische Publizist Friedrich Heer bei einer Gedenkveranstaltung 1954, von diesem jungen Schriftsetzer können wir lernen, was wir heute zuallererst brauchen, eine gute Kraft und eine gute, illusionslose Hoffnung, die Kraft, um Widerstand zu leisten und auch einer scheinbar übermächtigen Machtmaschine gegenüber und die Hoffnung, dass es immer wieder Menschen geben wird, für die ihr Gewissen entscheidender ist als Furcht und Angst. Auch Anni Gräf, die Sie hier rechts sehen, gehörte dieser Gruppe an. Die Schneiderin arbeitete am Aufbau des Kommunistischen Jugendverbands mit und war am Versand von kommunistischen Flugschriften an Wehrmachtsangehörige beteiligt. Sie wurde 1942 festgenommen und am 12. Oktober 1943 vom Volksgerichtshof wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Zusätzlich wurde § 3 Jugendgerichtsgesetz gegen jugendliche Schwerverbrecher herangezogen, da es auch im NS-Staat nicht möglich war, eine junge Frau hinzurichten. Die war noch jugendlich, auch bei der Hinrichtung. 13 Mitglieder der Gruppe wurden hingerichtet. Die jüngste unter ihnen war knapp 19 Jahre alt. Aus dem Urteil und hier die Begründung. Es ist zwar richtig, dass alle Angeklagten zu Tatbeginn, die Angeklagte Gräf, sogar noch bei Beendigung ihrer verbrecherischen Taten doch jugendlich gewesen sind. Man könnte ihnen ihre Jugend zugute halten, wenn es sich um eine einmalige Entgleisung handeln würde, zu der sie Unüberlegtheit oder mangelnder Einblick in die bestehenden Zusammenhänge veranlasst hätten. Keiner der Angeklagten hat seine Tat etwa freiwillig aufgegeben, sondern sie so lange fortgesetzt, bis die Verhaftung ihr ein Ziel gesetzt hatte. Dass dies alles dazu dienen sollte, in Deutschland die nationalsozialistische Staatsführung gewaltsam zu beseitigen und dem bolschewistischen Todfeind zum Sieg zu verhelfen, wozu nicht nur die Disziplin und der Kampfwillen der deutschen Soldaten im Felde sowie deren Gefolgschaftstreue zum Führer zersetzt, sondern auch der Selbstbehauptungswillen des deutschen Volkes überhaupt im Krieg untergraben werden sollte. Die Angeklagte Gräf war zur Tatzeit noch nicht 18 Jahre alt. Nach Prüfung der Persönlichkeit der Angeklagten durch den Senat war festzustellen, dass diese Angeklagte intelligent, körperlich als auch geistig weit über ihr wirkliches Alter entwickelt sind und zweifellos zur Tatzeit schon gewesen sind.
Irgendwelche Mängel der Verstandes- und Willensbildung sind nicht hervorgetreten. Diese Straftaten sind aber solcher Art, dass der Schutz des Volkes es erforderlich macht, die Täter auch als Erwachsene zu behandeln und solchen gleich zu bestrafen. Im Gegensatz zu anderen, an Jahren auch hinter den jugendlichen Angeklagten zurückstehenden deutschen Jungen und Mädchen, die sich bei der Abwehr der feindlichen Terrorangriffe auf deutsche Städte heldenhaft bewährt und hohe Auszeichnungen unter Einsatz ihres Lebens errungen haben, glauben diese Angeklagten, dem deutschen Volk in den Rücken fallen zu müssen, in der Absicht, es dem Feind in die Hand zu geben. Ein solches Verhalten könne auch ohne die ausdrückliche gesetzliche Vorschrift nur mit dem Tode gesühnt werden. Wir kommen jetzt zum Reichskriegsgericht. Und wenn Sie gestern und vorgestern schon im Landesgericht waren, gestern war die Gedenkveranstaltung um 10 Uhr für die erste große Widerstandsgruppe, die hingerichtet wurde, die Gruppe um Maximilian Zitter, der hier auch zu sehen ist. Im Bereich der Eisenbahndirektion Villach, der neben Kärnten auch Teile der Steiermark unterstellt waren, kam es im Juli 1941 vermehrt zu Sabotageakten. Zeitgleich hatten auch sogenannte Feindsender, also von dem NS-Regime verbotene Radiosender, zu Sabotagehandlungen aufgerufen. So wurden etwa Bremsschläuche von Wehrmachtszügen zerschnitten oder deren Dichtungsringe entfernt. Am 2. Juli 1941 hatte Max Zitter über einen Feindsender den Aufruf zur Sabotage gehört und teilte das Gehörte mit seinem Kollegen Andreas Waste. Nach einem weiteren Gespräch mit Leopold Krug entschloss sich Zitter, zunächst von seinen Sabotageplänen abzusehen. Waste hatte aber bereits zwei weiteren Eisenbahnern von der Unterredung mit Zitter erzählt. Der Kreis der Mitwisser erweiterte sich auf diese Weise, was letztlich auch zur Verhaftung Zitters führte. Er wurde von der Anklagevertretung zum Verantwortlichen hochstilisiert. Der dritte Senat des Reichskriegsgerichts tagte zwischen 14. und 25. April 1942 in Klagenfurt, wo Zitter gemeinsam mit 14 weiteren Angeklagten verurteilt wurde. Das Reichskriegsgericht verhängte gegen 10 Angeklagte die Todesstrafe. Es waren dies Maximilian Zitter, Andreas Waste, Ludwig Höfernick, Josef Kuchler, Karl Zimmermann, Peter Schlömer, Josef Staubinger, Michael Essmann, Johann König und Richard Götzinger wegen erschwerter Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung und Rundfunkverbrechen. Weitere 4 Angeklagte wurden wegen Zuchthausstrafe verurteilt. Einer wurde freigesprochen. Die Hinrichtung der 7 Eisenbahner aus St. Veit an der Glan und der 3 Eisenbahner aus der Steiermark erfolgte am 30. Juni 1942 ab 5 Uhr früh im 2- bis 3-Minuten-Takt im Landesgericht. Und jetzt kommen wir zum letzten Fall, einem Fall des Sondergerichts. Von ihm habe ich leider kein Foto. Ein Franzose, André Marcel Ricouard, geboren 1912, französischer Staatsbürger, wurde Anfang Juni 1944 wegen Plünderns festgenommen. Nach der Verordnung gegen Volksschädliche wurde dieses Delikt mit dem Tode bestraft. Es ging um 1,5 Meter Treibriemen. Er kam 1944 als beurlaubter Kriegsgefangener zur Firma Breville und Urban in Neunkirchen. Beurlaubung, ein Kriegsgefangener beurlaubt. Das hieß natürlich nicht, dass er nach Frankreich zurückkehren konnte, sondern dass er formal aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde und mit dem gleichen Lohn als französischer Zivilarbeiter beschäftigt wurde. Damit verlor er aber den theoretisch vorhandenen Schutz für Kriegsgefangene durch die Genfer Konvention und das Internationale Rote Kreuz. Im Zuge eines US-Bombenangriffs
Am 30. Mai 1944 wurde das Fabriksgebäude schwer beschädigt. Ricoire wurde beobachtet, wie er bei Aufräumarbeiten ein Stück des Chromledertreibriemens zur Seite schaffte. Das war ein Antrieb für eine Maschine. In seiner Nähe, also nicht bei ihm, in seiner Nähe wurden 1,5 Meter Treibriemen gefunden, in kleine Stücke zerschnitten. Ricoire selbst bestritt die Tat. Am 25. Juli 1944 wurde er vom Sondergericht Wien trotzdem zum Tode verurteilt. Aus dem Urteil. Schließlich handelt es sich nicht um eine geringfügige, wertlose Sache des Betriebs. Nach den Angaben des Zeugen Baumann hat der ganze 10 Meter lange Chromlederriemen einen Mindestwert von 350 Reichsmark. Also es ging um ungefähr 42 Reichsmark mit den 1,5 Metern. Infolge der von den Angeklagten vorgenommenen Zerstückelung ist dieser zwar unbrauchbar für den Betrieb geworden. Die Stücke selbst stellen aber, da sie für Sohlen gebraucht werden können, unter den heutigen Umständen keinen unbedeutenden Wert dar. Schließlich sollte das Urteil wohl auch eine abschreckende Wirkung haben, da es im Betrieb zuvor zu mehreren Diebstählen gekommen war. In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass für die Firma Brevier und Urban Treibriemen von besonderem Wert sind, weil sie in der allerletzten Zeit, unmittelbar vor der Tat des Angeklagten, von den ausländischen Arbeitern sogar ganze betriebsfähige Treibriemen gestohlen wurden und die Firma ihren gesamten Werkschutz aufbieten musste, um diese Diebstähle einzudämmen. Aus diesem Grund konnte auch der Diebstahl des Angeklagten nicht als geringfügig betrachtet werden. Aufgrund der zwingenden Vorschrift des Gesetzes war daher der Angeklagte zum Tode zu verurteilen. Am 30. August 1944 wurde André Marcel Ricoire im Landesgericht Wien hingerichtet. Der Hinrichtungsvorgang ist protokolliert, ich zitiere. Der Scharfrichter meldet, dass das Richtgerät in Ordnung und er mit seinen Gehilfen zur Vornahme der Hinrichtung bereit sei. Der Leiter der Vollstreckungshandlung ordnet die Vorführung des Verurteilten zur Richtstätte an. Um 18.22 Uhr wird Ricoire André vorgeführt. Der Leiter der Vollstreckungshandlung beauftragt den Scharfrichter, das Urteil zu vollziehen. Um 18.22 Minuten 50 Sekunden wird der Verurteilte dem Scharfrichter übergeben. Um 18.52 59 Sekunden meldet dieser den Vollzug der Todesstrafe. Das Verhalten des Scharfrichters und seiner Gehilfen war in keiner Weise zu beanstanden. Der Leichnam wurde in den bereitgestellten Sarg gelegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.